Nicht, dass du deinen Bedarf an einer Rettung siehst. Das heißt nicht, dass du nicht glaubst, dass Jesus auf dem Kreuz gestorben ist. Das heißt, wenn du nicht lebst, ja, im Johannes steht das, du kannst nachprüfen, wenn du nicht lebst, dann kennst du ihn nicht. Schau, das Ziel ist nicht, in den Himmel zu kommen. Das ist das ewige Leben, dass du ihn kennst. Weil wenn ich ihn kenne, wer er ist, dann das wird meine Realität und mein Ausdruck. Und jetzt werde ich wiederhergestellt nach seinem Bild, so wie er Menschen für Gott gemacht hat. Weil Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Was er liebt, ist das, was er erschaffen hat. Was er uns gemacht hat. Lass uns Gott nach unserem Image machen, nach unserem Ebenbild. So Gott hat Menschen in seinem Ebenbild gemacht, in seinem eigenen Ebenbild hat er ihn erschaffen, männlich und weiblich. Ladies, in seinem Image, in seinem Ebenbild, in seinem Ebenbild. Ihr seid nicht weniger als ein Mann. Ihr habt dieselben erschaffenen Wert, dieselbe Bestimmung, so wie er zu sein. Euch fehlt nichts. Ihr seid erstaunlich. Ja? Ihr seid nicht untergeordnet uns. Das Wort sich unterordnen dem Mann heißt nicht, dass ihr unter ihm seid, sondern dass ihr euch im Herrn ihm unterordnet. Frieden und murrt nicht. Fehlersuchend oder bestimmend, weil das offenbart Selbstsucht und Selbstzentriertheit. Wenn du dann sagst, ich liebe dich, dann heißt das nichts anderes als, ich brauche dich, also tu mir nichts an. Weil Liebe trägt keine Rechnung für das, was jemand falsch gemacht hat, weil wir es nicht, Liebe nicht verstanden haben. Darum passieren uns diese Dinge. Und wenn ich sage, ich liebe dich, heißt in Wirklichkeit, ich brauche dich. Ich liebe dich, liebst du mich auch? Das ist nicht das Evangelium, das ist der gefallene Menschen. Das hat ganz viel Schmerz im Leib Christi gebracht. Ja? Die Welt ist nicht beeindruckt von dem, wer er ist, weil sie können uns in ihm sehen können, weil wir schauen aus wie sie. Wir haben einen anderen Glauben an ihn. Ja. Ich lächle die ganze Zeit, was habt ihr? Hey, ihr könnt jetzt nicht, ja, ich bin doch viel zu nett zu euch, ihr könnt doch gar nicht böse auf mich sein. Aber können wir nicht ein Familiengespräch haben? Doch nicht, dass das du bist. Ich sag, lass es nicht hinein oder nicht du sein. Wie war dein Herz? Aus dem Herzen ist die Quelle des Lebens. Weißt du, wie einfach es ist, ein hartes Herz zu bekommen? Dass du immer Recht haben musst und immer Recht haben, dass dein Herz so hart ist, dass du zornig bist. Du kannst mit 20 Minuten mit jemandem nicht übereinstimmen über Politik und dann bist du verbittert wegen einer Präsidentenwahl. Und plötzlich ist dein ganzes Leben zum Mist und du bist nicht etabliert in irgendwas. Du bist geblasen wie der Wind hin und her geweht. Ja, aber du glaubst ja in ihm und du bist immer da am Sonntag, ja. Komm, du kannst das beherrschen, das ist nicht so schwer, das ist lebensgebend. Ihr Jungen, ich bin 54, aber als ich 18 war, wünschte ich, ich hätte das gesehen, was ich jetzt sehe. Ich hätte ein komplett anderes Erbe, viel größer als das, was ich gehabt habe. Blessing, Segen. Ich hätte mit nichts Zeit verbracht. Nicht frustriert und wütend auf meine Frau und einfach niemals gesehen, was ich bin. Nicht einmal darüber nachgedacht, was mir fehlt. Es ist so einfach, jemand anderen anzuschauen und denen die Schuld zu geben. Da ist nicht ein Faktor, denn niemand kann mein Herz mehr brechen, niemand, nicht mal meine Frau, weil ich bin nicht aufgewacht, um sie zu brauchen. Ich bin aufgewacht, um Jesus in ihrem Leben zu sein. Es ist mir ganz egal,
wie schlimm ihr Tag ist. Es wird das Beste in mir rausbringen. Okay, ich habe einen Okay-Tag und niemand kann was dagegen tun. Ja, ihr glaubt mir nicht. Ja, das ist euer Problem. Es ist ein Problem. Weil wenn der... Ja, du hast zwei Arten von Menschen, die, die glauben das Evangelium und die, die es nicht glauben. Und das ist alles, was du hast. Du kannst jetzt, ja, but sagen, aber... Oder du kannst immer gleich bleiben und Entschuldigungen machen. Du kannst machen, was du willst. Aber was hast du gemacht mit dem Jesus, den du erlebt hast oder gehört hast? Warum lässt du was anderes hinein in dein Herz, wenn er ist der Herr? Der Herr heißt der Oberfaktor, der Herrscher. Und aber du sagst, Bruder, du weißt ja nicht, wo ich durchgehe. Ja, ja, ich meine das und das und das und das. Ja. Das und das und das ist nicht der Herr. Warum diktiert dich das? Das ist nicht das Problem, ist der Herr. Du hast die missverstandene Idee, dass es darum geht, dir das Evangelium dir zu dienen, anstatt dich zu verändern. Das ist nicht zu böse, oder? Ihr seid zu leise, oder? Oh, ihr sitzt alle da. Ja. Ich dachte, ich komme jetzt in einen Gottesdienst, ja. Ja, ihr seid, damit ihr aufgewühlt werdet in Liebe und guten Werken, damit ihr effektiv lebt, dass Leute sehen das Licht in dir und ihm verherrlichen. Ja, lass dein Licht scheinen vor den Menschen. Ja, nicht einen Menschen, der irgendeiner Verantwortung lebt. Es ist die Freude, in der Liebe zu gehen. Liebe, du musst den niemanden versuchen zu beeindrucken. Du bist beeindruckt von der Wahrheit. Und du verstehst, warum hier auf der Erde bist. Oh mein Gott. Und die Fragen sind alle weg wegen ihm, weil er ist hier. Er ist alles und nicht eine gute Idee. Ich predige so super. Seid ehrlich mit mir. Schau, wie täuschend Herzen sein können. Ich bin schon so lange in der Gegend, ja? Ja. Manchmal sind wir so fixiert auf Recht haben, dass wir alles Schlechte produzieren. Gott hat dich nicht in deiner Gerechtigkeit gerichtet. Wenn Gott käme und wir und auf Recht besteht, dann sind wir falsch. Wenn er kommt in Gerechtigkeit, das heißt, er sieht dich in der Unperfektion, in deiner Schwäche, durch den Fehlern, er sieht dich durch die Augen, durch das, wer du wirklich bist, was möglich ist, was dein Potenzial ist. Er kam seinen Sohn in Gerechtigkeit. Wenn du ungerecht bist, er hat eine höhere Vision über dir, mehr als was du produzierst, mehr als was du immer weißt, weil er hat dich von Anfang an geschaffen, er weiß es. Er sieht dich. So, wir bekommen diese Idee, dass das Kreuz ist nur hier, um unsere Sünde aufzudecken und unser Bedürfnis für den Retter, sondern er soll eure Sünden wegmachen, dass ihr wirklich in der Bestimmung lebt, wo ihr seid. Das Kreuz sagt, ich liebe dich, du bist mehr als was du bist. Ich kenne dich von Anbeginn. Ich habe mein Blut für dich vergossen, weil es gibt mehr für ein Leben, was du verstanden hast. Ich weiß, wer du bist. Komm zu mir, ich gebe dir Leben. Come on! Ja? Du sagst, wer zahlt den hohen Preis für nichts? Uns wird immer gesagt, dass das Kreuz und dass er musste sagen, wegen der Sünde, weil wir Sünder sind. Ja, er musste das machen, weil wir sündigen. Er ist nicht gestorben, weil wir Sünder sind. Er ist gestorben, weil etwas war verloren. Deine Identität, dein Wert, deine Bestimmung, alles, wofür du geschaffen wurdest, wurde verloren durch Sünde. Und Gott hat gesagt, weißt du was, Jesus, Jesus wird alles erfüllen, was Menschen versagt haben, und wir werden ihm ans Kreuz sagen, und dann sitzt er zu meiner Rechten, dass Menschen hineingehen können in das, wofür sie geschaffen worden sind.